Hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play für Ultimate Team und einen wunderschönen Freitag. Ja, endlich geht das Wochenende los. Was mache ich hier schon wieder? Total verplant, ey. Ja, auf jeden Fall, Meister werden kann ich leider nicht mehr. Ich habe nur noch 3 verbleibende Spiele und 3 Punkte. Mit einem Sieg wäre am schnellsten, wäre die Klasse gesichert und die Saison wäre damit schon beendet, wäre am besten eigentlich jetzt. Ich hoffe, ich kann das erreichen. Danach kann ich mir erstmal 2 Formationskarten und so weiter kaufen. Werdet ihr alles gleich schon bestimmt sehen. Hoffentlich, wenn ich gewinnen werde. Mein Gott, ich weiß nicht, warum ich immer... Na egal. Ja, endlich Wochenende und irgendwie, ich finde diesmal die Saison so... Es ist eigentlich fast immer Fußball. Also jetzt ist die, war die U21 EM. Dann war... Jetzt kommt jetzt auch der Confederations Cup. Okay, der Confederations Cup ist jetzt nicht so der ultimative Hit, was man sich angucken muss, aber wenn das Finale Spanien gegen Brasilien ist, kann man sich da, denke ich mal, deutlich geben. Und ja, war mal nice. Von daher geht das eigentlich voll klar. Eine reine Dortmund-Mannschaft außer Alaba und Wiese. Gucken. Ich hoffe mal, dass es nicht wieder leckt. Aber ich auf jeden Fall habe ich mir die Folge nochmal angeguckt. Also es hat wirklich auch in der Aufnahme ja, geleckt, sag ich mal. Und ist einfach scheiße. Also ich denke mal, ich werde, wenn solche Spiele sind, dann werde ich das einfach nicht mehr aufnehmen. Also, finde ich auch scheiße, würde mir so eine Folge erstens auch nicht angucken und zweitens, würde ich euch solche Folgen auch nicht bringen, weil, irgendwie, weiß ich nicht, finde ich auch selber kacke. Ja, ganz stark, ich war am Umstellen. Dritte Minute, Robert Lewandowski, 0:1, geht da echt gut los. Oh, nee. Ja, ich spiele jetzt immer mit meinem englischen und deutschen Team, habe ich ja schon gesagt. Heute Abend spiele ich dann mit meinem deutschen Team. Oh, Javinho. Ja, 1-1, so schnell kann er gehen. Hier, 4. Minute, Javinho mit dem 1-1. Ein satter Rechtsschuss. Hätte der Torwart eigentlich haben können, aber ist mir eigentlich relativ egal. 3 Unentschieden würden eigentlich auch reichen zum Klassenhalt, aber ich will auf jeden Fall gewinnen. Geht einfach schneller, weil, sag ich mal, jetzt, was heißt es, hat Zeitverschwendung, aber ich finde, wenn man jetzt direkt Klassenhalt sichern würde, wäre das am besten. Und auch am sichersten. Nicht, dass er ich am Ende wahrscheinlich doch nicht, vielleicht nicht schaffe. Das wäre ganz scheiße. Das war richtig gut gespielt von dem. 6. Minute, Robert Lewandowski, 2-1 für ihn. Also da wird ein torreiches Spiel auf jeden Fall. Oder beziehungsweise sieht ganz danach aus. Och, Mann. Ich möchte zwar jetzt hier nichts Großes ankündigen oder so. Auf jeden Fall, dass wir FIFA 14 verlosen, sieht ganz gut aus. Ich möchte jetzt nichts garantieren hier. Ja, sicher, wie kann man denn so gut verteidigen hier? Ich möchte jetzt nichts garantieren, dass wir das verlosen, aber... Ja, der weiß genau in dem Moment, dass ich da hinspiele, alles klar. So, ja, jetzt nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Ich möchte jetzt nichts garantieren, aber es sieht ganz danach, als wenn es klappen würde, dass wir FIFA 14 verlosen können. Also, dass das zustande kommt. Natürlich für den PC. Wäre auf jeden Fall richtig hammer nice. Also ist noch nicht versprochen, aber wenn natürlich da versprochen ist und auch feststeht, dann werdet ihr schon früh genug davon erfahren und beziehungsweise werde ich euch früh genug davon Bescheid sagen, wie das ablaufen wird und so. Erst 13. Minute, irgendwie kommt man natürlich total langsam vor. Wohl? Nein. Ja, die Transferküche brodelt auch mal wieder richtig. Aber das finde ich diesmal richtig... Ja, okay, ich meine, einfach nur... Die brodelt einfach nur wegen Monaco. Die wollen ja eh jeden Spieler haben. Wieder viel zu verspielt. Ja. Also, Paris will anscheinend jetzt auch Bale, haben 100 Millionen geboten und so weiter. Ronaldo kriegt wahrscheinlich einen neuen Vertrag, wo damit der bestbezahlte Fußballspieler der Welt wäre. Ich meine, ist der eigentlich jetzt schon. Aber anscheinend war Ronaldo, mein Gott, was machst du da? Anscheinend war Messi dann doch besser bezahlt. Ich weiß, ich wusste das gar nicht. Ich hätte auch eher auf Ronaldo getippt.
Und natürlich ein ganz großes Thema. Messi Steuerhinterziehung und so weiter und so fort. Also jetzt mal bitte. Es drohen 6 Jahre Knast und so. Wenn der ins Gefängnis muss, dann komme ich mit. Der muss niemals ins Gefängnis. Da könnte ich drauf wetten, das ist der Hammer. Das ist einfach so. Der wird nie ins Gefängnis gehen. Es sei denn, der wird Menschen umbringen. Dann vielleicht. So wie Breno. Oder der hat ja Brandstiftung gemacht und so weiter und so fort. Aber wegen Steuerhinterziehung wird Messi nicht ins Gefängnis kommen. Genauso wie der Hoeneß. Der Hoeneß würde niemals ins Gefängnis kommen. Die erzählen, der hat alles so schlimm. Dabei ist halt gar nicht so schlimm. Ich kenne mich da jetzt nicht aus mit der Steuerhinterziehung und so weiter. Aber so schlimm, was der... war knapp. Was der Hoeneß gemacht hat, war gar nicht so schlimm. Das sieht in den Medien zwar ganz stark danach aus, dass er... Steuerhinterziehung. Und so eine Scheiße. Also... Ich meine, die Medien übertreiben sowieso. Und gerade bei Messi und bei Hoeneß. Bei wem sonst? Also da sollen sie... Also echt mal, da sollen sie... Also wenn sie keine Ahnung haben, dann... Vor allen Dingen, wenn man auch nicht weiß, was Messi... Ich meine, ich weiß nicht, was Messi diesmal wirklich gemacht hat. Also... vielleicht hat er ja wirklich Steuern hinterzogen, aber... Selbst wenn, dann wird er nicht ins Gefängnis kommen. Jawohl, 2-2. Sehr schön. Javier Hernandez, 31. Minute. Mexiko. Ja, auf jeden Fall. Also was die Medien da wieder rausmachen, das ist einfach nur, ja, nicht lächerlich. Ja, doch schon in einer gewissen Art und Weise lächerlich, aber ich meine, dafür werden sie bezahlt. Einfach jeden Elefanten, jede Mücke zum Elefanten zu machen. Also das, ja. Das war gut gespielt. Aber was mach ich denn? Hey. Ich war erstmal überlegen zu sweaten, aber... Hätte ich das mal lieber gemacht. Nein. Das war Abseits. Ah, nee, der Spieler, der Ball kommt von mir. Ich bin viel zu verspielt, ohne Scheiß, ey. Wenn ich da geswettet, hätte ich 3-2, dann bei dem einen, okay, das war jetzt ein Trick vom Tor, 3-2. Jetzt hätte ich vielleicht auf jeden Fall mehr draus machen können, als es letztendlich geworden ist. Uiuiui. Oh, da war mal schön vom Gervinho. Schade. War eigentlich ganz gut zu Ende gespielt, bis auf der Winkel war am Ende ein bisschen spitz. Oh, gut gespielt, der sweatet. Ja. Ne, doch nicht. Oh. Hätte ein Tor verdient gehabt, der Schuss. Ja, kann man sich nochmal angucken. Dankeschön. Ist nicht schlimm. Ja, war kein schlechter Schuss. Hätte eigentlich gedacht, der spielt ab, aber also dass der jetzt aufs Tor gezogen hat, hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Nein. Oh. Robert Lewandowski zum dritten in der 45. Minute. Bekomme ich einfach nicht in den Griff in dem Spiel, weiß auch nicht. Aber, sag ich mal, kann man jetzt nicht so unbedingt machen. Schade. Obwohl zweimal war ich eigentlich dran. Das Ding noch. Na, schade, hätte klappen können. Aber so übertrieben gut ist er nicht. Der spielt vorne ganz gut, das ist korrekt. Aber hinten so defensiv ist er schlecht. Hat er schlecht, ne? Also geht besser. Egal, 3-2 zur Halbzeit, noch alles offen. Dreimal Lewandowski. Hm. 3 Tore nach 6 Minuten, ey. Junge, hätte ich auch noch nicht oft. Schussgenauigkeit. 100% bei mir, was ist denn da los? Obwohl, ich könnte von den 5 Schüssen euch bestimmt 4 Tore machen können. Ja, schade. Oh, da geht er. Ich hätte eigentlich gedacht, das spielt lang. Auf Lewandowski mal wieder. Ja, da muss einer hin. Komm, Bia, gab alles. Ja, sehr schön. Walcott. Hernandez. Walcott läuft oben. Ja, zu dem wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich zu dem dahinter. Na, schade.
Uiuiui, uiuiui. Nein. Oh, junge Reuser, kann man mal... Da war er, sag ich mal, ein bisschen tatsächlich zu verspielt. Er, sehr lasch in der Chancenverwertung. Hätte er viel mehr draus machen können. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Davidlos kann aber klären. Oder beziehungsweise den Ball für seine Mannschaft gewinnen. Ah, drückt. Ah, wohl. Boah, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Da treffe ich den scheiß Pfosten. Ah, und dann in so einem Spiel. Und in der Situation, ey. Moah. Wo eigentlich mega wichtig ist, den Ausgleich zu machen, damit es wieder ausgeglichen ist. Weil wenn ich jetzt... Es ist jederzeit möglich, dass ich das 4-2 kassiere. Und dann wäre, sag ich mal... Ja, nicht so gut wie Ende, aber... Wäre halt scheiße. Ernüchternd. Ah, komm. Ah, der geht aber nicht. Ja, war klar. Ich hätte gedacht, vielleicht kriege ich eine Ecke. Uiuiui. Federations Cup geht übrigens am Samstag, so wie ich das mitbekommen habe, los. Werden aber nicht alle Spiele gezeigt. Ja, doch. Ein paar beim ARD, ein paar beim ZDF und der Rest auf Sport 1, so wie ich das mitbekommen habe. Ich weiß gar nicht, ob alle Spiele live übertragen werden. Oh. Weiß ich gar nicht. Ich werde mir auf jeden Fall die Spiele, die zeigen, angucken. Ob ich die intensiv gucken werde, ist was andere Sache. Vielleicht lasse ich auch einfach nur nebenbei laufen. Werde ich aber auf jeden Fall, sagen wir mal, die Ergebnisse bekomme ich ja mit. Werde ich euch auf jeden Fall in ein paar Teilen davon berichten. Ah, ne, die Flanke war ein bisschen sehr optimistisch. Wir machen mal ein bisschen offensiver hier. Okay, offensiv. War ich vorher auf ausgeglichen? Ja, ich mach mal nochmal ausgeglichen. Ist aber nicht schlecht und, ja, der swettet eigentlich nicht. Eigentlich bin ich auch froh, dass ich nicht geswettet habe, weil er swettet nicht, also mache ich das auch nicht. Ah, okay, der war ganz stark dabei. Na, ah, der war auch nicht viel besser von ihm. Ah, uiuiuiui. Ja, heute ist ja Freitag. Eigentlich war heute Let's Battle angekündigt. Es heißt ja Let's Friday Battle. Und, ja, normalerweise sollte es heute rauskommen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Wir haben jetzt noch gerade Donnerstag, aber... Ja, was heißt, der lasst mich damit wieder vercheckt aufzunehmen, aber... Oh, Junge, haut der Ashley Young den da rein, ey. Nach schönen... Schöner Vorarbeit und schönen Schuss von Fälligen. Ich denke mal, da kann man sich noch einmal angucken. Ich hoffe, Gegner, du bist mir nicht böse. Ich denke mal, du bist 100% auch deutsch. Oh, okay, ich meine, der Torwart kann überhaupt gar nichts machen. Ja, muss man mal so sagen. Okay, auch wenn der Nitro ab Toros heißt. Aber ich denke mal, der wird trotzdem auch deutsch sein. Wo war ich denn stehen geblieben? Ja genau, hier, Let's Battle war, aber Lars und ich haben mit wieder... Im Moment haben wir echt... Was heißt das? Na, da waren manchmal zeitliche Probleme, das war einfach... Weiß nicht. Boah. Im letzten Moment nochmal dazwischen gegangen. Auf jeden Fall, ja, was heißt Lars und ich verchecken, das aufzunehmen? Ist halt immer so komisch bei uns. Man hat eher keine Zeit, man hat eher keine Zeit und so. Und da macht man immer so was Unnötiges zum Beispiel, keine Ahnung. So, wir wollten eigentlich da aufnehmen und dann kann der anscheinend da doch nicht. Warum, weiß man nicht. Beziehungsweise so was richtig Unnötiges. Und wir wollen halt jetzt so versuchen, dass wir... Das heißt, kein Plan... Wow, kein schlechter Pass. Robert Lewandowski zum 4. Tor in der 80. Minute, ey. Hätte man aber, wenn ich ehrlich sein soll, halten können. Der Winkel war schon verkürzt. Ja, kannst du dir nochmal angucken, ist kein Problem. Naja, also... Ja, das hättest du vielleicht auch nochmal lassen können. Wenn wir das so machen, zum Beispiel auch... Hier, jetzt kommt heute wahrscheinlich... Hier, heute kommt auch kein Left 4 Dead, weil... Zum Beispiel... Wir nehmen das immer am letzten Tag auf und das ist einfach scheiße und deswegen... Na, schade.
Jetzt muss ich volle Pull offensiv, mir egal. Wenigstens unentschieden noch rausholen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Schau mal, meiner hat nicht eine Parade im Spiel. Mein Torhüter. Ey, krass. Schade. Ja, auf jeden Fall werden wir das jetzt immer so machen, auf, immer im Voraus aufzunehmen. Das ist echt besser so, sag ich mal, eine Woche. Das ist überhaupt kein... Das ist einfach... Oh, Junge, ey. Ja, ist einfach besser, wenn wir jetzt erst auch uns dran halten, jetzt ab dem Wochenende, wenn wir halt ein paar LoL-Folgen voraus aufnehmen und so weiter und so fort, also... Weil da kann nicht sein, dass jeden zweiten oder dritten Tag halt eine Folge fehlt. Ich meine, bei FIFA geht's im Moment, da kommt eigentlich... Eigentlich kam bis jetzt eigentlich immer so die Folgen. Schade. Manchmal der Torhüter hält aber viel, weißt du? Und meiner hat nicht eine Parade. Und ich möchte mal darauf hinweisen, ich habe erstens den Pfosten getroffen, zweitens hätte ich es wetten können und drittens hat er zum zweiten Mal hintereinander auf Linie geklärt. Auf jeden Fall werden wir jetzt echt wirklich im Voraus aufnehmen, weil kann nicht sein, dass wirklich alle zwei, drei... Guck mal, jetzt kamen zwei Folgen kein Left 4 Dead. Marfield LOL, Marfield Alan Wake, so, das kann echt nicht sein und, da werden wir uns auf jeden Fall versuchen zu bessern. Da pfeift jetzt schon, da werden wir mal laufen lassen können, ey. 4-3 verloren, ey, fuck. Werden wir auf jeden Fall im Voraus aufnehmen und versuchen, alles so aufzunehmen, dass immer wirklich jeden Tag die Folge kommt. Ich weiß, das sage ich schon jetzt nicht zum ersten Mal. Mein FIFA kommt im Moment bei mir pünktlich. Jeden Tag. Um 15 Uhr und um 18.30 Uhr. So ist das nicht, aber... Sag mal, da muss ich echt ein bisschen besser bei Left 4 Dead. Ist jetzt eh fast beendet. Es kommt jetzt die letzte Kampagne übrigens. Ja, werde ich am Samstag und am Sonntag rausknüppeln. Werde ich einfach Doppelfolgen, glaube ich, machen. Damit das schon mal beendet ist. Und ja, dann nehme ich auf jeden Fall auch im FIFA im Voraus auf. LOL im Voraus auf. Zu LOL möchte ich noch was sagen. Sonntag um 18 Uhr. Also wenn LOL-Zuschauer gerade zuschauen, LOL um 18 Uhr am Sonntag werden wir halt mit Abonnenten zocken und aber nur mit Leuten, die Interesse haben am Ranked-Team. Wir haben ein Ranked-Team aufgemacht, könnt ihr mal reinschauen, ab und zu bei LOL folgen. Wir haben ein Ranked-Team aufgemacht und wer da Interesse hätte, soll sich einfach melden beziehungsweise uns um 18 Uhr, zwischen 18 und 20 Uhr anschreiben, auf jeden Fall Sonntagabend so ungefähr, ab 18 Uhr uns anschreiben, wir haben Interesse am LOL-Ranked-Team und wenn... Und wenn wir dann halt ein paar Runden spielen und so weiter und so fort und wir auch sehen, dass ihr wirklich gut seid. Ich meine, wir sind nicht die besten LOL-Spieler und so weiter und so fort, aber wir nehmen jetzt nicht jeden da rein. Soll schon was Besonderes sein, sag ich mal so, in Klammern und Anführungsstrichen und weiß was ich was noch, auf jeden Fall. Ja, soll man jetzt, wenn, da kommt nicht jeder rein und wenn man drinne ist, kann man auch wieder rausfliegen. Zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Scheiße verliert und so weiter und mal feedet und mal Disco... Und wenn man Disconnects hat, und zwar ofte, ofte, was ist denn ofte für ein Wort? Wenn man oft Disconnects hat, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ich meine, schwer zu beschreiben, also wenn man halt oft Lags hat und Disconnects, dann tut uns das leid, auch wenn da könnte er der beste Spieler der Welt sein, tut uns leid, wenn man dadurch Rankeds verliert, sag ich mal. Ich möchte das jetzt nicht so wichtig anzählen, aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, egal. Werde ich im nächsten Video nochmal machen, auf jeden Fall Sonntag 18 Uhr. Wer Interesse hat, einfach anschreiben, wir laden ein und ja, vielleicht kommt da ein Ranked-Team, mal sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß heute. Am 18.30 Uhr kommt die nächste Folge mit meinem Bundesliga-Team und ich werde hoffentlich da mit dem Klassenerhalt perfekt machen. Bis dahin, tschüss! Oh mein Gott, war das scheiße, egal, tschüss.